Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir haben alle vier, auch wenn sie gerade nicht alle aufgeladen sind, vier Dingsies plus. Ich meine, sie heißen ja alle anders. Gebet, Sturm, Schirm, Zorn, bla. Und unser Tagebuch will, sagen wir Fähigkeiten. So, und unser Tagebuch möchte, dass wir die letzte Prüfung. Okay, du hast alle von Ganons mächtigen Flüchen in deinen Erinnerungen besiegt. Die in die vier Steinmonumente gravierten Prüfungen hast du ebenfalls bestanden. Doch die Prüfung als Ganzes ist noch nicht vorbei. Die Tür zum letzten Teil der Prüfung im Schrein des Lebens hat sich geöffnet. Kehre ein weiteres Mal zum Schrein des Lebens zurück. Dann wollen wir so tun. Willst du mir also einen finalen bösen Schrein schenken? Sehe ich das richtig? Oder was machen wir jetzt? Oder kriege ich nochmal den Zerstörer in die Hand? Ich mochte den nicht. Aber. Oder kämpfen gegen Gar? Wie gesagt, ich hab absolut keine Ahnung. Ja? Ich hab das Ganze jetzt in zwei Sessions abgedreht. Direkt nach Release. Und das ist unser finales Dingsy, unser mega finales Nupsi. Du, der du einen Titan zu steuern suchst, willkommen zurück an dem Ort, an dem alles begann. Du hast bisher alle Prüfungen bestanden. So sollst du dich nun auch der letzten stellen. Ja, wir kriegen einen eigenen Titan. Bringe den Shika-Stein zurück zu dem Podest, an dem du ihn zu Beginn deiner Reise fandest. Und da ist wirklich schon wieder dieses blöde Ding. So wird sich dir der letzte Weg eröffnen. Da ist wirklich schon wieder. Was läuft hier alles? Vielleicht gar nichts. Zieht euch das rein. Da ist wirklich schon wieder dieses. Untersuchen wir das. Die Waffe hat ihre Pflicht erfüllt und wirkt, als würde sie friedlich schlafen. Gut. Schön. Mehr wollte ich gar nicht. Bitte Shika-Stein einsetzen. Alles klar. Klick, klick. Shika-Stein erkannt. Nicht einsperren. Ich will nicht wieder schlafen gehen. Fahrt zur unteren Ebene initialisiert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Echt jetzt? Okay. Was? Fahren wir jetzt in die Batcave? Nun, ich bin gespannt. Das war vorher nicht ganz wirklich klar. Ich meine, der Vogelmann in Part 2 unserer ganzen Reise hat uns ja einen kleinen Tipp gegeben, aber dass wir einen Titan zu steuern suchen, wurde bisher nicht erwähnt. Aber hey. Anscheinend tun wir das. Und anscheinend haben wir hier noch einiges zu tun. Nochmal checken gehen. Sei willkommen, du hast viele Prüfungen bestanden und bist nun endlich hier. Stelle dich jetzt der letzten Prüfung. Das sieht ein bisschen heftig aus. Ob ich das in einen Part kriege? Die Prüfung besteht aus einem Labyrinth. Hole dir daher zuerst die Karte. Nein, das kriege ich nicht in einen Part. Du erhältst die Karte am Leitstein dort.
Wir kriegen also echt noch ein letztes Dungeon. Wir kriegen noch ein ganzes Dungeon. Nope! Okay. Nee, nee, nee. So. Schickerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. Nice. Plop. Und was haben wir? Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Naja, aber eine charakteristische Form hat er jetzt nun nicht, ne? Wie wäre es, wenn wir uns also erstmal ordentlich anziehen? Malek Green in allen Ehren, aber dann nehmen wir doch lieber wieder Link Green. Das ist ein Getriebe, ne? Mit 1, 2, 3, 4 Knotenpunkten. Okay. Tja, nun, rennen wir halt drauf los, ne? Und bitte nicht... Ich habe weniger Bombenpfeile als antike Pfeile. Das ist ja schon mal der Hammer. Hey, haben wir dann auch einen Bossgegner hier drin? Cool wär's ja, ne? Achso, whoops. Mein Fehler. Da komme ich nicht lang. Ich kann in Dungeons ja auch nicht an Wänden klettern, also ist das alles irgendwie hinfällig. Und komm ich denn hier rauf? Komm ich hier rauf? Klick. Machen wir das halt so. Check. Ein Getriebe. Das erinnert mich ein klein wenig. Klein wenig an Majora's Mask. Whoop! Nein, 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 Also zumindest die große Schaufelschraube erinnert mich ein bisschen an den Wassertempel in Majora's Mask. Der war schon epic. War ein cooler Wassertempel. Aber das hier hat ehrlich gesagt nicht viel mit Wasser zu tun. So. Okay. Ja nun. Andersrum bitte. Au. Moment. Nein. Kurz nochmal zurück. Au. Ey. Und jetzt wieder. Genau. Vielen Dank. Und ich darf meine Fähigkeiten nicht nutzen. Sehe ich gerade. Wozu habe ich die dann alle abgegradet, wenn ich die hier drin nicht benutzen darf, Mann? Andersrum bitte. Das wird scheiße. Das wird richtig schrecklich.
Ich werde das ein paar Mal drehen müssen, so wie es aussieht. Ich sage immer nur die Laufrichtung. Dieses blöde Dungeon hat nur einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Okay. Aber hey. Ganz so wie beabsichtigt, aber jetzt läuft. Klick. So. Jetzt ist ja kein Problem, oder? So, ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. So. Bisschen noch, bisschen noch. Spuck die Murmel aus. Komm, spuck die Murmel aus. Cool. Braver Titan. So, okay. Murmel, Murmel, Murmel. Sonst hier nix. Da oben Kiste. Fein. Ach so. Ha, ich bin ja doof. Das geht doch so. Und dann holen wir uns das hier. Ein Schloss der Tür wurde deaktiviert. Ach, wie nett. Noch 3 Kontrollsiegen. Okay. Und... Hopp. Diese jene Kiste, die möchte ich haben. Danke. So. Oh, cool. Wow. Hab ich irgendwas, das ich dafür wegschmeißen kann, weil ehrlich gesagt ist der nicht so doll, ne? Egal, ich kann danach wahrscheinlich eh nie wieder hier rein und der wird mir nicht anzeigen oder nicht vorhalten, dass ich doch frevelhafterweise irgendwelche Kisten nicht genommen habe. Also gucken wir uns doch mal die andere Seite in dem Ding an. Wo auch immer er mich jetzt hinleitet. Nee, nicht, nein, nein, nicht mal, nein. Geh mal zurück, bitte. Geh mal wieder hoch. Ja. Oh. Schaut mal, was ist das denn? Was ist das? Was macht das? Es ist nur dieses Teil, ne? Kannst du irgendwo Strom aufnehmen?
Oder? Ja, kannst du. Du kannst irgendwo. Bist du ganz ausgefahren? Ha! Ich hab ihn einkuppeln müssen. Nice. Okay. Was ist das? Sieht auch aus wie eine Kuppel. Oh, hallo. Oh, hallo. Komm schon mit Gefühl. Ach, mehr ist gerade nicht. Okay. Klick. Klick, klick, klick. Auch nicht so. Tut mir leid. Nein. Was ist das da oben denn? Hallo. Okay, Okay. Okay. Nein, nein, nein. Gib mir. Na. Gib mir das. Das ist okay. Okay, das sieht gut aus. Moment. Nein, Verzeihung. Sorry. Nope. Noch nicht. Noch nicht. Alles gut. Ja, Link, du stehst im Weg. Ich sehe nichts. Ha. Alles klar. Und jetzt schön die Kupplung kommen lassen. Hahaha. Hätte ich das da vielleicht eher vorher irgendwie einsetzen? Nee, läuft einfach, ne? Okay, läuft einfach. Und ihr habt auch Saft. Sehe ich das richtig? Ihr habt Saft. Du hast Saft. Und du bist offen. Okay. Okay. Das ist gut. Alles gut. Mehr will ich doch gar nicht. So. Okay. Kontrollsiegel 2. Chica-Stein erkannt. Cool. Sehr cool. Alles klar. 2 Kontrollsiegel übrig. Wenn das hier läuft, dann läuft. Nicht sterben! Aber cool, dass die Kontrollsiegel in dem Fall so aufgebaut sind, als wenn, als wenn ich die Karre hier... Wow! Als wenn ich das Ding... Pah! Ups. Also als wenn es in dem Fall so aufgebaut ist, als wenn ich hier alles zusammenbauen muss. Finde ich sehr cool. Fick dich! Au. Nee, Moment. Nochmal riskiere ich mein Schild nicht.
So. Die kleinen Scheißer da unten. Hopp! Jopp! Genau du! Ihr seid alle Mumpitz. Aber nett fürs... danke fürs Spawnen. Danke für das Zeug. Ich denke, wir können hier ganz getrost Partende machen. Wir haben 2 von 4 Siegeln. Und gerade so eine ganze Mumpitz-Truppe vollkommen zerlegt. Schaut mal, da oben kann ich auch noch Sachen anbauen. Meine Güte, nee. Krasser Scheiß. Aber damit beschäftigen wir uns nächste Folge, okay? Blank out.